Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 13. Wir haben ja mittlerweile 29 Missionen geschafft. Kristallpunkte haben wir en masse. Also da kann man sich, glaube ich, nicht wirklich beklagen bei knapp 130.000. Ich habe aber beschlossen, dass wir erstmal, bevor wir uns um die nächsten Missionen kümmern, ne, wenn man guckt, wir haben so 29 Missionen abgeschlossen, beziehungsweise die 32 auch schon hinterher. Oh, warte mal. Da grinst mich eine Mission an. Ach, das ist die Kaktorius. Guckt euch die mal an, die sind alle frei. Ist ja geil. Das ist ja geil. Okay, Planänderung. Okay, kriegen wir hin. So, wo ist das Schokobüchchen? Da ist das Schokobüchchen. Ich habe jetzt keine Lust, mich jetzt mit den ganzen Gegnern hier rumzuprügeln. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann gehen wir mal ein paar Missionen doch noch machen, wa? Bevor wir Kapitel 11 hier mal endlich abschließen. Irgendwann muss es ja mal fertig sein. So. Ah, ist das schön mit dem Chocobo. Geht alles viel schneller. So, nochmal die Karte. Wir sind da und müssen jetzt... Nach links. Ich darf nicht vergessen, irgendwann nochmal den Behemoth hier Platz zu machen. Was ist denn da oben? Ach, da ist wieder ein Schäfchen. Wenn da so ein Schäfchen ganz alleine hinkommt, das fragt man sich dann auch. So, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist schön. Und die Musik beim Chocobo-Laufen, die ist auch so wunderschön. Die passt irgendwie. Ja, komme ich jetzt hier auch wieder runter, oder? Wird da deutlich nichts mehr. Doch. So, Karte. Ich will mich ja nicht verlaufen. Ah. Yep. Und doch, da lang. Oh. Ich darf hier wieder graben. Ja, irgendwo hier ist es. Aber erst nochmal zur Karte. Wir sind nämlich komplett vorbeigerannt. Da ist er. Mal gucken, ob das Mission 30 ist. Ich habe keinen Schimmer. Mission 52. Der Traum von Fliegen. Warum sehen sich Menschen nach dem Himmel? Warum haben Menschen keine Flügel?
Wenn sogar die Brutstätte der Dämonen im Himmel zu schweben vermag, dann muss es auch mir möglich sein, das Fliegen zu erlernen. Ich soll den Ziel Nitra aus der Luft holen. Nun gut, zunächst werde ich zum östlichen Höhenrücken in der Archylte-Steppe marschieren, dann sehen wir weiter. Klasse A, oh oh. Wenn ich meine Bestimmung erfülle, werde ich ja niemals fliegen können. Aber vielleicht habe ich ja als Ziel Glück und mir wachsen prächtige Flügel. Okay, Mission 54 hatten wir ja schon mit dem Kaktorius. Der hat uns gekillt. Das muss man wirklich so sagen. Also, da waren wir noch definitiv zu schwach. Da hinten hin. Wir probieren es einfach mal. Probieren geht über Studieren, ne? Nee, ich suche jetzt nichts hier ab. So, jetzt müssen wir ja gleich da sein, ne? Wenn wir nicht schon wieder komplett dran vorbeigerannt wären. Dann bin ich ja echt froh, dass ich ein Navi hab. Hatten wir dich schon? Ich hab keinen Schimmer. Oh ja. Ich habe mich doch nicht wohl schon wieder verlaufen, oder? Eieiei. Da ist bestimmt voll das geile Teil drin. Da komme ich aber nicht dran, weil die hier alle nerven. Oh, jetzt komme ich hier nicht runter. So, jetzt müssten wir aber auf dem richtigen Weg sein. Ja. Wieder falsch? Ja, natürlich. Ich frage mich, was das für ein Teil ist, was hier auf uns wartet. Da ist er. Wir müssen einmal absteigen, sonst können wir nicht kämpfen. Oh, dann komm mal her. Oh Gott. So ein wieder. Okay. Die Rachekampagne läuft. Oh, die regt so viel. Wollen wir direkt mal heilen? Oh Gott. Okay, fress, zieh 5000 ab. Just like that. Nee. Da habe ich ja gar keine Chance. So, hier haben wir den Kreisverkehr. Gucken wir mal, was haben wir denn hier Feines? Mission 56. Oho. Mission
58. Oh oh. Oh Gott. Sechzig. Ich könnte kotzen. Einundsechzig. Der Juggernaut, der geht ja noch. Der ist ja einfach. 62. Und dann war das jetzt wieder 58, ne? 56. Nee, also, nee. Dann sollten wir erst nochmal. Wo ist eigentlich die Hereri-Straße? Ich habe keine Ahnung. Da soll nämlich Mission 30 stecken. Ich kann mir nur vorstellen, da. Das einzigste Gebiet, was wir nämlich noch nicht durch haben. Ah, das heißt, wir brauchen mal wieder ein Chocobo. Aber dann machen wir hinterher. Wir machen jetzt erstmal Kapitel 11 fertig. Erstmal Kapitel 11 fertig. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zum Teleporter. Die Kristallpunkte spare ich mir immer noch auf. Die halte ich noch fest. Ja, mit dem Schokobo lief alles wirklich schneller. Lasst mich alle bloß in Ruhe. Ist immer schön, dass hier viele Gegner sind hier, aber das ist mir einfach zu. Naja. Ihr wisst schon. So. Dann hauen wir erstmal ab. So, willkommen. Ich hoffe, ich kann jetzt so schnell wie möglich an alle vorbei. Ich habe da nämlich keinen Nerv für. Ich will die Gegner alle nicht haben. Oh, das wird jetzt ein Spaß. Ja, ja, ja. Ja, geschafft. Oh, die Hand hört sich so eklig an. Ich habe nämlich auf die ganzen Seed alle keinen Bock. Okay, dem konnten wir ausweichen. Das wird jetzt eine Ecke schwerer, aber geschafft. Einfach vorbei, einfach vorbei, einfach vorbei. Oh fuck. Take down the enemy. Oh, einfach ganz schnell weg hier. Ah, der muss sterben. Aua. Ach, ich darf nicht angreifen. Das ist für eine Scheiße.
Ja, dann kann ich mich auch heilen. Thanks. Take down the enemy. Oh, weiter geht die wilde Fahrt. So, Vanille darf ja eh nicht angreifen. Greift ja eh nie an, also von daher ist halt egal. Au. Ich mach 41.000 Schaden. Okay. Mussten wir ja leider machen. Ich wollte eigentlich nicht dran, aber egal. Nochmal 4.500 dazu. Dass der hier noch liegt, gefällt mir gar nicht. Wir haben bis 62 alles offen. Nur den noch nicht. Aber nicht, ich bin ins falsche Haus gebogen. Ja, natürlich. Ich bin so ein Vollhorst. Ich bin so ein Vollhorst. Das Speicher brauchen wir jetzt nicht. Außenrum vor. Was war das denn? Oh, wisst ihr was? Ihr geht mir so auf den Zeiger. So. Ihr nervt. Und die Musik, ne? Alter Schwede. Die Musik hier in Urba, die ist echt mega. So, jetzt kannst du da hoch. Genau, stirb. So muss halt, jetzt darfst du auch noch hoch. In die Luft. So. Erschöpfte Arbeiter erholten sich hier von ihrem anstrengenden Tageswerk und genossen die ein oder anderen erfrischenden Getränke. Okay. So. Ich denn hier? Über die Jahre hat Rost diese Container fest versiegelt. Sollten sie eine Fracht beinhalten, dann hüten sie diese mit eisernem Griff. Hier war da auch noch was vorhin, ne? Dem Aussehen nach zu urteilen, ist das ein Treibstofftank, aber der Treibstoff darin ist längst nicht mehr zu gebrauchen. Na, man weiß ja nie, ne? So, dann wollen wir mal da lang.
Da kommen wir ja nicht anders durch. Aber erstmal hier die Hände weg. Die tun nämlich extrem weh, die Scheißteile. So geht's auch. Und tschüss. Also die Gegner an sich sind ja echt kein Problem mehr. Außer halt noch so ein paar bestimmte, aber der Rest ist ja eigentlich Pillepalle geworden. Oder wartet schon wieder so ein Ding auf uns? Und wie der wartet, ne? Egal, wer weg muss, muss weg. Turn the tide. Thanks. Au. So, jetzt aber auf die Schnuss. Es läuft doch. Oh, ist das kacke jetzt. Kann immer einer jetzt töten hier? Danke. 3000 nochmal da drauf. Was haben wir denn hier Feines drin? Eine Nimrod-Lanze. Aha. Die ist für Fang. 23, 23. Wo haben wir denn die andere Lanze? Nicht zu schocken. 36, 55 auf Stufe 5. Also ich glaube, ich habe da ein bisschen was zu verkaufen. Ist da was versteckt? Nö. Aber schöne Aussicht. Muss man das wirklich sagen. Das ist richtig geil umgesetzt. Und hier warten wir wieder ein paar Gegner. Das scheint ein Kontrollrelay für die Weichen der Bahn zu sein. Allerdings so stark verrostet, dass es bei Betätigung zerbrechen würde. Immer weg damit. Ja, wollte er oder könnte er nicht? Die Varakulaki. Das bisschen. Ach, ihr seid doch bekloppt. Das sollte jetzt aber auch gewesen sein. Ah. 146.000. Das läuft. Andere Richtung. So, dann wieder erstmal auf die Arme hier. Auf die Larva. Autsch. Jetzt haben wir nur noch Nosferatu.
Keine Ahnung, wo der hinrennt. Es muss leider sein. So, jetzt können wir Gas geben. Immer dieses Geheule. Mann. Oh, die halten so viel aus. Ist eher ekelhaft. Oh, jetzt aber. Weiter. Oh, hier ist ein Speicherpunkt, der ist mir egal. Hier ist bestimmt noch eine Waffe drin. Ne, eine Pulle Eternicum. Wir haben ja mittlerweile auch 12 Blender. Oh. Ragnarok. Come, day of wrath, O pulse the sea. Embrace thy fate, thine home to burn, that fallen souls might bear our plea to hasten the divine's return. O piteous wanderer, Ragnarok, make of this day a brave epoch. Deliver the divine. Ragnarok. What? Sarah. How did you... Ist doch nur ein Traum, oder? I was waiting for you to open your eyes. Hä? All the time I was asleep, I knew what was happening. I kept trying to think up a way to save Cocoon. Together. Sarah? Huh. You get it now. There are no gods with miracles to save us. No matter where you look. That's why we have to call one. Destroy Orphan. We'll save the world. Stop it! You can't do that. You love me too much. You do, don't you, Claire? Ihr echter Name ist Claire? Oh Gott. Listen up. We are all shooting for the same goal here. And the result of that is this. You son of a... Oh, kleiner Penner. You betray your foul sea to chase after dreams and shadows. The world you claim to wish to protect now faces the end of days with no hope of salvation. I didn't think foul sea had the means. Oh, it won't be foul sea who destroy her. For centuries now, Cocoon has provided generously for its human inhabitants every want and need. Coddled them, one might even say. The result being their deep-seated fear and hatred of change and all things alien. Fed, nurtured, and ready to detonate at the slightest spark. The seeds of destruction take root, even now. What did you do to Cocoon? I resigned, appointing Reigns as Primarch in my stead.
Reigns? He's alive? The puppet is restrung to serve my needs, yes. Its eyes had long since turned to glass. Of course, the cavalry's eyes will see our friend as nothing more than a traitor to their cause. They'll say the Falci got to him too, or some such drivel. And imagine, when I spread word that it's Orphan tugging at his strings, what happens next? What? You're gonna use the cavalry to take the thing out? Perhaps. Or perhaps I'll feign the howling of Pulsian wolves and let the fear-addled sheep slaughter themselves first. Either way, the end is at hand. But what of yourselves? Will you enjoy the festivities beside me? Or perhaps... Dich töten? Ja, gerne, kein Problem. Ach du Scheiße! Barthandalus! Okay, wir kriegen das hin, Leute. Heilen, 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 heilen. Die geht komplett auf Lightning drauf. Eins habe ich aber vergessen. Okay, jetzt können wir Gas geben. So. Alter, der ballert einfach. Oh, ich mach Schaden. Ich mach gut Schaden. Oh, oh, ich hab Angst. Oh Gott. Der gefällt mir gar nicht hier. Bartandalus! Don't give up! Move on instinct. Oh, 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 oh. Aua. Alter, 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 alter. Ich will ihn in den Schockzustand kriegen. Ich hab da nämlich was vor. Oh, der Hauptkampf haut rein. Der Typ, der hat sie nicht alle. Der Primer. Aber er hat abgedankt. Jetzt ist der Acid Rain. Jetzt ist er jetzt Primer. Das kann ja was werden. Okay, er dreht richtig am Rad. Warum stand da gerade 9.999?
Gefällt mir gar nicht, der Kampf. Aber macht, aber ist spannend. So, jetzt ist er gleich im Schockzustand. Er muss sterben. Was? Mehr nicht? Okay, Odin ist auch einer der ersten, ne? Oh, oh. Wow. Wir kriegen dich kaputt. Verdammt ist der stark, ey. Alter. Okay, jetzt wird's böse. Oh fuck, ey. Ist das ein Kampf? Episch! Boah, alles wieder weg. Oh nein. You can do it. Oh, yeah. Follow my lead. Oh.
kriegen das hin. Weiter, 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 weiter. Nein! Boah. Okay, er hat nicht mehr so viel. Ich bin mal gespannt, wie viel er überhaupt hatte. Okay, wir müssen wieder heilen. Das ist mir zu hart. Okay, wieder von vorne. Oh Mann, oh Mann. Fuck, ich darf nicht. Fuck, ich darf nicht. Los, 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 los. Oh, fuck, fuck, fuck. Was ist denn Ex-Aniga? So, jetzt aber. Rauf, rauf, rauf! Okay, scheiß drauf. Rauf, rauf, rauf. Ich bin viel zu hoch. Wir haben's gleich. Heilen. Oh, wir haben ihn fast tot. So, jetzt aber, komm. Er bringt so nix. Das darf nicht passieren. So, jetzt haben wir genug, jetzt haben wir genug. Drauf, drauf, drauf. Einfach nur noch drauf. Geschafft. Boah. 100.000 Kristallpunkte. Leck mir am Arsch. Göttinnenschein. Und das Kristallium ist erweitert. Yeah. Boah. Fuck. Der lebt ja immer noch. The time has come. Allow me to extend my invitation. To save a people beyond salvation, there is only Ragnarok. So eine Eule will ich trotzdem. Cocoon suffers.
Release her from the pain. What? Krasse Sache.